Sven Christian Kindler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister Scheuer, am Anfang will ich Sie loben. Sie haben in der ersten Haushaltswoche Anfang Mai, gesagt, das war sehr richtig, ich zitiere, eine Wende leitet man ein, wenn man in die falsche Richtung gefahren ist. Und angesichts von 8 Jahren CSU-Verkehrspolitik sage ich, wird es höchste Zeit für eine Wende in der Verkehrspolitik. Ich will noch mal erinnern, CSU-Verkehrspolitik, das heißt Pkw-Maut-Fiasko, Chaos bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, BER, Stuttgart 21, Klimaabgase steigen, wir haben marode Eisenbahnbrücken, ÖPP-Desaster, Milliardengelder für den Breitbandausbau fließen nicht ab, giftige Luft in den Städten, der Audi-Chef sitzt jetzt sogar in Untersuchungshaft und. Ich könnte hier stundenlang, tagelang weitererzählen. Hören Sie auf mit dieser Geisterfahrt, eine Verkehrswende ist endlich notwendig im Haushalt. Das sehen wir leider nicht im Haushalt. Wir sehen die Gelder für den Straßenbau steigen, für ÖPP-Projekte steigen. Ansonsten senken Sie Mittel bei der Schiene, beim Radverkehr, beim Nahverkehr. Dieser Verkehrshaushalt ist leider ein Verkehrshaushalt für die Grundlage der Verkehrspolitik des letzten Jahrhunderts. Das muss sich endlich ändern. Wir haben hier klare Anträge eingebracht, wie man das machen kann. Man muss aufhören mit dem Straßenbauwahnsinn im Ministerium. Man muss eben ÖPP-Projekte, die teuer sind, die eine Privatisierung öffentlichen Eigentums sind, damit muss Schluss sein. Und wir wollen endlich, dass das Geld genutzt wird für die Verkehrswende. Für die Verkehrswende in den Städten, damit der Radverkehr endlich Schwung bekommt, damit wir moderne Mobilität fördern, die Schiene fördern, öffentlichen Nahverkehr und auch ländliche Räume anschließen mit öffentlichem Nahverkehr. Das wäre ein sinnvoller Verkehrshaushalt. Das wäre ein Verkehrshaushalt mit Zukunft. Das haben wir hier beantragt im Haushalt. Stattdessen haben wir auch während der Haushaltsberatung wochenlang ein Chaos und Streit in dieser Regierungskoalition gesehen, vor allen Dingen zwischen CDU und CSU. Und auch Europa hat das schweren Schaden zugefügt. Und ich erinnere einfach daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass die CSU offen europafeindlich agiert. Das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Das war nicht nur Herrschaft des Unrechts, das war nicht nur Grenzschließungen und Obergrenze, sondern auch die Pkw-Maut ist eigentlich das gleiche Ding. Es ist massiv Ressentiment geladen, hilft überhaupt nicht in der Sache, im Gegenteil schadet massiv in der Sache und ist gerichtet gegen Europa und unsere Nachbarn. Und ich sage Ihnen, trotzdem, obwohl die Pkw-Maut erstmal ausgesetzt ist, haben Sie 37 Millionen Euro hier im Haushalt veranschlagt, 30 Millionen Euro mehr als 2017. Was ist das für ein Verbrennen von Steuergeld? Ich sage, das muss endlich gestoppt werden. Und wenn man sich die bayerische Grenze jetzt anguckt und den Kompromiss, den Sie geschlossen haben gestern Abend, das ist ein mieser Deal auf dem Rücken von Menschen, ich nenne das inhuman und schäbig, aber es hat auch massive Auswirkungen auf die Verkehrspolitik in der Grenzregion von Bayern und Österreich. Österreich hat jetzt schon gesagt, dass sie die Südgrenze dicht machen werden, wenn diese inhumane Internierungslager kommen. Sie legen mit ihrer Verkehrspolitik und Asylpolitik die Axt an den Schengen-Räumen in Europa. Ich finde das unverantwortlich. Herr Minister Scheuer, Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Auch Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Es gab viele schöne PR-Fotos, lässige Posen. Durchaus geschickter gemacht als Herr Dobrindt, aber in der Substanz leider das gleiche Elend. Ich will hier nur zwei kurze Beispiele nennen. Wir haben milliardenschweren Betrug der Autoindustrie. Sie mussten dann Herrn Zetsche vorladen, weil in den USA bekannt wurde, nicht in Deutschland, dass es millionenfachen Betrug wiederum bei der Automobilindustrie gibt. Und was machen Sie? Sie lassen sich vorführen von Herrn Zetsche eine Rückrufaktion. Daimler so ein Jahr Zeit bekommen für Softwarelösungen. Aber das, was Sie wirklich machen müssen, Hardware-Nachrüstung, Bußgelder verhängen, Sanktionen. Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil es keine Bußgeldverfahren gegen die Automobilindustrie gibt. Das machen Sie nicht. Es zeigt sich, am Ende sind Sie wieder der Minister, der die Gewinninteressen der Autoindustrie schützt, zulasten von Umwelt und Gesundheit. Und so geht es nicht. Und zweites Beispiel, Toll Collect.
Sie haben nachher sich massiv unter Zeitdruck setzen lassen, sich selber darunter gesetzt, weil Sie unbedingt einen Deal machen wollten. Am Ende haben Sie nur ein Drittel Ihrer berechtigten Forderungen bekommen im Maut-Schiedsverfahren. Das ist deutlich zu wenig. Und zweitens will ich nur sagen, Sie lernen nichts aus dem Maut-Schiedsverfahren und Sie lernen nichts aus der Privatisierung der Lkw-Maut. Der Staat kann das besser und auch günstiger, weil er keine privaten Renditeinteressen bedienen muss. Stattdessen setzen Sie weiter auf private Schiedsgerichte, setzen weiter auf die Privatisierung der Lkw-Maut. Das kann man nur noch mit neoliberaler Ideologie erklären. Ich sage Ihnen, hören Sie auf damit. Das ist ein gutes Stichwort. Hören Sie auf damit. Ich muss Ihnen leider sagen, dass die Redezeit zu Ende ist. Frau Präsidentin, ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die Aufmerksamkeit. Ich komme zum Ende. Das ist ein Haushalt ohne Zukunft. Das muss sich dringend ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kindler. Sie haben alle zugehört. Das ist gut. So, jetzt hat besagter Minister das Wort. Ich gebe das